Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcrafts. Thema heute Fallschirmjägerei und Ardennenoffensive und das ist mal wieder ein spannendes Thema. Wir alle wissen ja, im Rahmen der Ardennenoffensive wurden Fallschirmjäger eingesetzt und der Thorsten vom Kanal History and Hobby, unser Fallschirmjäger-Experte, hat sich das Thema vorgenommen und hat die Operation Stösser mal, ich sag mal, so ins Licht gerückt, dass wir alle wissen, was da wirklich passiert ist. Mir war auch immer bekannt, dass in der Ardennenoffensive Fallschirmjäger eingesetzt worden sind, die dann aber auch nicht so viel an den Kampfhandlungen oder zu den Kampfhandlungen beigetragen haben. Trotz alledem ist diese Operation Stösser der letzte, und jetzt muss ich genau aufpassen, große Sprungeinsatz der Fallschirmjäger. Es war nicht der letzte Sprungeinsatz, weil der letzte war im März 45, da kommen wir noch zu, aber nicht heute. Es war aber der letzte große Sprungeinsatz von über 1000 Mann während der Ardennenoffensive. So, dann werden Namen fallen wie von der Heite, der das alles geleitet hat, und Sepp Dietrich und Model und so weiter und so fort. Ich will da gar nicht so weit vorgreifen, aber auf jeden Fall ein interessantes Thema. Und da werden wir jetzt mal einsteigen mit den Grundlageninformationen. Auch die Persönlichkeit von der Heite werden wir nochmal beleuchten, mit was für Problemen der zu kämpfen hatte und wie im Endeffekt die ganze Sache ausgegangen ist. Also, wie gesagt, von Thorsten super aufbereitet das Ganze und ich hoffe, dass euch das ein bisschen abholt. Deswegen würde ich sagen, wir steigen jetzt mal ein in das Jahr 44, in den Dezember, Ardennenoffensive, Operation Stösser und los geht's. So, dann gehen wir mal ran an die Operation Stösser. Also wir befinden uns hier zeitlich im Dezember 1944. Deutschland hat den Krieg militärisch eigentlich schon verloren, aber die deutsche Führung versucht mit dem Unternehmen Wacht am Rhein, also der Ardennenoffensive, die Voraussetzung für ein Deutschland günstiges Kriegsende zu erreichen. Viele kennen vielleicht den Filmklassiker Die letzte Schlacht mit Henry Fonda. Daher glaube ich, muss ich zur Ardennenoffensive oder wie die Amerikaner es sagen, Battle of the Bulge, nicht mehr viel sagen. Nur so viel sei anzumerken, denn das finale Ziel war, den Hafen von Antwerpen zurückzuerobern, worüber der alliierte Nachschub lief. Und um diese Offensive zu unterstützen, wurden zwei Geheimoperationen geplant. Zum einen das Unternehmen Greif. Hierbei sollten deutsche Soldaten unter der Führung von Obersturmbahnführer Otto Scorzeni in amerikanischen Uniformen hinter den amerikanischen Linien Verwirrung stiften und somit zum Erfolg der Ardennenoffensive beitragen. Dieses Unternehmen ist aber schon recht bekannt. Weniger bekannt ist das Unternehmen Stösser, welches auch zur Unterstützung der Ardennenoffensive vorbereitet wurde. Hierbei sollten wie damals 1940 in Holland Fallschirmjäger als Vorhut hinter den feindlichen Linien abspringen und wichtige Straßenkreuzungen und andere Dinge sichern, bis die deutschen Panzerspitzen diese erreichten. Da Luft-Land-Unternehmen sehr komplex sind und somit auch viel schieflaufen kann, ist eine besonders gute Planung im Vorfeld notwendig. Daher gehen wir heute auch auf die Planung und Vorbereitung des Unternehmens ein, denn die ist mindestens genauso spannend wie der eigentliche Einsatz selbst. Für die Planung und Durchführung des Unternehmens Stösser wurde Friedrich August Freier von der Heite beauftragt. Er war ein Offizier der Fallschirmtruppe mit Fronterfahrung, welcher auch selber im Mai 1941 auf Kreta abgesprungen ist und für diesen Einsatz das Ritterkreuz erhalten hat. Weiter hat er in Afrika mit der Brigade Rampke gekämpft. Später war er noch Kommandeur des bekannten Fallschirmregimentes 6, was viele von euch vielleicht aus der Serie Band of Brothers kennen, wenn es um die Kämpfe um Carentan in der Normandie gegen die 101. US Airborne Division geht. Für die Einsätze in der Normandie hat er auch das Eichenlaub zum Ritterkreuz verliehen bekommen. So, dann mal ran an die Vorbereitung des Unternehmens Stösser. Am 8. Dezember hat Heite von Generaloberst Student den Auftrag erhalten, eine Kampfgruppe von ca. 1000 Mann für einen Sprungeinsatz zusammenzustellen und zu führen, um eine große Angriffsoperation zu unterstützen. Student wollte Heite die Aufgabe schmackhaft machen, denn Sprungeinsätze waren Ende 44 eher ungewöhnlich. Die Fallschirmtruppe wurde fast ausschließlich im Erdkampf eingesetzt und von den ca. 60.000 Fallschirmjägern, welche es 1944 gab, hatte nur ein geringer Teil eine Sprungausbildung. Folglich war Heite erstmal skeptisch, was seine neue Aufgabe betraf. Es wurden ihm auch keine Einzelheiten mitgeteilt. Nicht einmal die Frage, ob der Einsatz im Westen oder im Osten stattfinden sollte, wurde ihm beantwortet. Er hatte erstmals an die Ostfront gedacht, da die stark unter Druck stand, aber es sollte ja anders kommen.
Eitel hatte nur 8 Tage Zeit, alles für diese ihm noch unbekannte Operation vorzubereiten. Und er als Kreta-Veteran musste wissen, dass dies nicht ausreichend war für einen komplexen Sprungeinsatz Ende 44. Denn auch wenn das Unternehmen Merkur, also die Eroberung der griechischen Insel Kreta aus der Luft, ein militärischer Sieg war, ist dabei sehr viel schiefgelaufen und die Verluste waren sehr hoch, obwohl mehr Zeit zur Vorbereitung bestand und ausreichend Material zur Verfügung stand. Damit das aktuelle Unternehmen eine bessere Chance auf einen Erfolg hatte, wollte er sein eigenes Regiment einsetzen. Er benötigte Soldaten, die er kannte und auf die er sich verlassen konnte. Jedoch durfte er sein Fallschirmjägerregiment 6 hierfür aus Geheimhaltungsgründen nicht einsetzen, da die Truppenbewegung den Alliierten vor der geplanten Offensive hätten warnen können. Stattdessen wurde ihm eine Kampfgruppe von ca. 900 Mann zur Verfügung gestellt. Das wurde Fallschirmkorps wurde beauftragt, 100 Mann aus jedem seiner Regimenter beizutragen. Anstatt wie befohlen, ihre besten Männer beizutragen, schickten die Regimenter ihre Außenseiter und Störenfriede. Heite konnte es sich nicht leisten zu widersprechen, da ein Cousin von Klaus von Stauffenberg, also dem Attentäter von Hitler, also 20. Juli 1944 war und somit unter besonderer Beobachtung stand. Aber trotz dieses Verbotes schlossen sich aus Loyalität ihm gegenüber ca. 150 Männer seiner alten Einheit, also dem Fallschirmregiment 6, an. Am 9. Dezember wurde die Kampfgruppe neu eingekleidet, ausgerüstet und noch gegen Tetanus, Gasbrand, Typhus und Ruhr geimpft. Dann wurde die Kampfgruppe nach Sennelager verlegt. Hier wurde die Zeit genutzt, durch eine 5-tägige Schnellausbildung die Soldaten zusammenzuschweißen. Für den Lufttransport standen 112 Ju-52 zur Verfügung. Problem war nur, dass die Flugzeugbesatzung alle sehr jung und unerfahren waren. 2/3 von ihnen besaß keinen C2-Schein, welcher Voraussetzung für das Führen einer Ju-52 war. Zudem verfügten die wenigsten Flugzeugführer über Erfahrung, um im Verband zu fliegen, und Fronterfahrung konnte auch kaum jemand vom fliegenden Personal vorweisen. Das heißt, auch ohne Feindeinwirkung birgt der geplante Einsatz bei Nacht ein sehr hohes Risiko für alle Beteiligten. Heite war sich dem extremen Risiko bewusst und fuhr noch am 11. Dezember 1944, nachdem er in die Grundzüge der Ardennenoffensive eingewiesen wurde, zum General der Flieger Peppo Schmidt. Heite wollte seine Bedenken bezüglich des Ausbildungsstandes der Flieger und der Fallschirmjäger äußern, jedoch wurde er vom stark alkoholisierten General Schmidt abgewiesen. Daraufhin fuhr Heite zum Generalfeldmarschall Walter Model, um bei ihm seine Bedenken zu platzieren. Model ließ ihn vorsprechen und seine Bedenken äußern. Dann stellte Model folgende Frage an Heite: Geben Sie dem Gelingen eines Fallschirmeinsatzes 10% Erfolgsmöglichkeit? Heite bejahte dies und Model fuhr dann fort: Auch die gesamte Offensive hat nicht mehr als 10% Aussicht, das gesetzte Endziel zu erreichen. Trotzdem muss sie geführt werden. Sie ist die letzte Möglichkeit, die uns gegeben ist, um diesen Krieg zu einem für uns günstigen Ende zu führen. Nutzen wir diese 10% Erfolgsmöglichkeit nicht aus, ist der Krieg für uns endgültig verloren. Da müssen wir aber noch mal kurz reingrätschen und eine kurze Zwischeninfo geben. Model glaubte selber nicht an das unrealistische Ziel, Antwerpen einzunehmen. Er hatte vorher selbst mehrmals bei Hitler vorgesprochen, um ihn von seinem Plan zu überzeugen. Jedoch hatte Hitler kein großes Vertrauen in die Generalität und war von seinen eigenen unrealistischen Plänen vollkommen überzeugt. Aber zurück zum Geschehen. Darauf erfuhr Heite, dass eine Kampfgruppe der 6. Panzerarmee, welche von SS-Oberst-Gruppenführer Sepp Dietrich geführt wurde, unterstellt wird und den Auftrag hat, die Übergänge über das Hohe Venn zu öffnen und für die ersten vorrückenden deutschen Panzerspitzen offen zu halten. So, kurzer Hinweis am Rande. Also wir haben ja hier gesagt, die 6. Panzerarmee. Es wird oft gesagt, das war die 6. SS-Panzerarmee. Das ist aber nicht richtig. Also ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, aber es war die 6. Panzerarmee. Ja, noch am selben Tage fuhr Heite zu Sepp Dietrich, um seine genauen Befehle zu empfangen und auch hier seine Bedenken zu äußern. Sepp Dietrich antwortete ihm daraufhin: Ich bin für die Unzulänglichkeiten der deutschen Luftwaffe nicht verantwortlich. Weiter bat Heite um die Zuteilung eines Brieftaubentrupps, damit er Verbindung halten kann, falls die Funkgeräte ausfallen.
Sepp Dietrich antwortete hierauf: Ich führe eine Panzerarmee ohne Brieftauben, dann werden Sie Ihre Kampfgruppe auch ohne Brieftauben führen können. Jedoch bei der Verabschiedung entgegnete Dietrich: Haben Sie keine Angst und verlassen sich darauf, dass ich am Nachmittag des ersten Angriffstages, spätestens um 17 Uhr, schon persönlich bei Ihnen bin. In Wirklichkeit glaubte Sepp Dietrich nicht an den Erfolg der Fallschirmjäger, da er im Vorfeld zum geplanten Sprungeinsatz Folgendes gesagt hat: Ist doch alles Mist, was von der Luftwaffe kommt. 13. Dezember folgte die nächste Einsatzbesprechung mit dem Kommandierenden General des 3. Fliegerkorps, General Dietrich Pelz. Jetzt wurde besprochen, wie man den Herausforderungen seines Nachtfluges im Verband mit unerfahrenen Flugzeugbesatzungen, welche die Fallschirmjäger an einem genauen Punkt hinter den feindlichen Linien absetzen sollten, umgehen sollte. Es sollte eine Lichtstraße vom Flugplatz bis zur Front für die Orientierung der Flieger dienen. Der Absetzplatz sollte durch zwei Brandbombenfelder mit 2 Kilometer Abstand gekennzeichnet werden. Die Fallschirmjäger sollten sich zwischen den Leuchtfeldern sammeln. Die Lichtstraße sollte durch Scheinwerferabteilung der Luftwaffe auf deutscher Seite und hinter den feindlichen Linien mit sogenannten Christbäumen, welche von Pfadfinderflugzeugen abgeworfen wurden, hergestellt werden. Auch interessant ist, dass Heite den Abwurf von Puppen mit den Fallschirmen nördlich und westlich des eigentlichen Zieles plante, um den Feind zu verwehren. So, bevor wir gleich zum Einsatz kommen, noch kurz ein paar Infos zum Einsatzgebiet bzw. zur Landezone. Das Hohe Venn ist ein Hochplateau in den belgischen Ardennen und die höchsten Punkte sind die Gipfel von, und ich weiß, ich werde es wieder falsch aussprechen, also der Gipfel von Boutrange mit 694 Meter und Barak Michel mit 676 Meter. Das Venn oder der Name Venn kommt aus dem Niederländischen und steht für Moor. Hinzu kommt, dass das Klima für mitteleuropäische Verhältnisse sehr rau ist. Wesentlich kühler als das Umland, wind- und sturmanfällig und Wolken, Regen und auch schneereich. Also alles andere als eine geeignete Landezone für Fallschirmjäger. So Freunde, dann fassen wir nochmal zusammen, unter welchen Umständen Heite und seine Männer diesen Sprungeinsatz durchführen sollten. Und versetzt euch hierbei mal in Heites Lage. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Eure Vorgesetzten, das heißt, die deutsche Führung glaubt nur an eine 10%ige Erfolgswahrscheinlichkeit eures Einsatzes. Da stimmt einen ja nicht so richtig zuversichtlich. Punkt 2. Ihr habt nur 8 Tage Zeit für die Vorbereitung und habt mit vielen bürokratischen Hindernissen zu kämpfen. Und ihr wusstet anfangs nicht einmal, ob es an die West- oder Ostfront geht. Drittens, weiter habt ihr für den Spezialeinsatz die Soldaten zugeteilt bekommen, welche andere Einheiten loswerden wollten. Viertens, die Flugzeugführer der U-52 und die Absetzer hatten kaum Erfahrung und sind dafür verantwortlich, dass ihr die Landezone erreicht und im richtigen Moment abspringt. Fünftens, außerdem müsst ihr bei Nacht abspringen. Ein weiterer Punkt ist, ihr habt keine Ahnung, ob sich im Absprunggebiet feindliche Truppen aufhalten. Denn es gab keine Feindaufklärung des Hinterlandes. Die Deutschen waren über die amerikanischen Stellungen im Frontbereich sehr gut informiert. Aber alles, was hinter der Front lag, war eine sogenannte Black Box. Dazu kommt noch, die Fallschirme wurden fabrikgepackt geliefert. Und aufgrund der späten Anlieferung blieb keine Zeit, die Schirme neu zu packen und zu kontrollieren. Wenn man jetzt weiß, dass die Schirme 1944 teilweise von Fremdarbeitern hergestellt und gepackt worden sind, hat man kein so gutes Gefühl, da immer mit Sabotage zu rechnen war. Und jetzt stellt euch mal noch vor, es handelt sich um euren ersten Fallschirmsprung, denn einige Fallschirmjäger hatten keine echte Sprungausbildung und springen zum ersten Mal in ihrem Leben mit dem Fallschirm ab. Weiterhin kann man auch sagen, oder es wurde ja auch beschrieben, dass das ungünstige Gelände angeführt wurde, das schlechte Wetter, dann auch noch nachts vielleicht noch Schneesturm, starker Wind, niedrige Wolkendecke und dann noch ein Moorgebiet. Also schlimmer geht es ja nun bald gar nicht mehr. Dann muss man sich noch vorstellen, wenn man jetzt Heite wäre, dann hätte man noch einen nicht verheilten, gebrochenen Oberarm. Das heißt, also man müsste eine Armschiene tragen und damit auch noch aus dem Flugzeug springen. Also, ja, wenn ich das alles aus militärischer Sicht betrachten würde, hätte ich gleich von vornherein gesagt, nee, das mache ich auf jeden Fall nicht. Das ist Irrsinn, aber nun Befehl ist Befehl. Gut, jetzt kommen wir mal zum Einsatz.
Also die Ardennenoffensive hat am 16. Dezember 1944 begonnen, aber durch einige Verzögerungen findet der Sprungeinsatz von Haides Kampfgruppe erst in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember statt. Oberst von der Heide berichtet hierzu Folgendes. Ich flog in der ersten Maschine, da ich der Überzeugung war, dass bei einem solchen Einsatz der Führer als erster springen müsse. Weniger um des Beispiels willen, als vielmehr, weil er sofort am Boden sich einen Eindruck von Gelände und Feindlage verschaffen und die nachkommenden Truppen sammeln und ordnen muss. Im dunklen Inneren der Maschine war es mäuschenstill. Nachdem die letzte Strophe des Liedes »Rot scheint die Sonne«, das wir beim Start gesungen hatten, verklungen war. Jeder war mit seinen Gedanken für sich allein. Die Zeit verstrich endlos langsam. Unter uns die Leuchtstraße, der für uns beleuchtete Flugplatz von Angela und dann die Front, ein Aufblitzen von Artilleriestellungen, brennende Häuser. Ich sah auf die Leuchte meiner Armbanduhr. Nanu, was war das? Nach der Berechnung der Flieger, die anhand der Wettermeldung angestellt wurden, mussten wir schon längst über dem Absetzplatz sein. Flogen wir zu weit? Endlich, über eine Viertelstunde später als errechnet, der Befehl, fertig machen zum Sprung. Ein Augenblick in der Tür und dann das Hubzeichen. Ich sprang, meinen noch nicht geheilten Arm, den ich in einer Schlinge trug, fest an mich gepresst. Irgendetwas stimmte nicht. Ich sprang mit einem mir unbekannten Schirm, ein Dreiecksschirm russischen Modells, der angeblich pendelfrei sein sollte, und ich wurde trotzdem in der Luft vom Wind immer wieder hin und her gerissen, landete schließlich hart schräg am Boden und wurde ein Stück geschleift. Offenbar hatten sich unsere Wettermacher arg getäuscht. Anstelle 4 bis 6 Meter pro Sekunde Bodenwind am Absetzplatz, von dem in der letzten Wettermeldung gesprochen worden war, herrschte ein anständiger Sturm mit leichtem Schneetreiben, mindestens 12 bis 15 Meter pro Sekunde Bodenwind. Da auch die Verspätung der Maschinen, die gegen den Sturm hatten ankämpfen müssen. Ja, die falsche Einschätzung des Windes und damit die Verspätung der Maschinen hatte mehrere Konsequenzen. Die Pfadfinderflugzeuge der Nachtschlachtgruppe 20, die Leuchtpistolenposten und Leuchtspucker, gemeint sind damit die Geschütze, die zur Orientierung der Ju-52 im Frontbereich Leuchtspur geschossen haben, waren nur bis 3.30 Uhr aktiv. Das heißt, nur die erste Staffel mit Heite konnte davon profitieren, alle folgenden Ju-52-Staffeln mussten eine dunkle Lücke von 60 Kilometer überbrücken. Das heißt, vom letzten Scheinwerfer der Lichtstraße auf deutscher Seite bis zur Landezone hinter den feindlichen Linien, welche durch die zwei Brandbombenfelder markiert waren. Und dies war mit die größte Herausforderung für die jungen und unerfahrenen Piloten. So kam es, dass ca. 200 Fallschirmjäger im Raum Bonn, das heißt 80 Kilometer zu früh, abgesprungen sind. Die Zahlen variieren, hier auch wieder abhängig von der Quelle. Zur Orientierung für euch, die Absprungzone lag 11 Kilometer nördlich von Malmedy in Belgien. Heide, welcher ja richtig abgesetzt wurde, konnte bis 5 Uhr morgens am 17. Dezember 1944 nur ca. 25 Mann von seiner Kampfgruppe, welche aus ca. 1200 Soldaten bestand, sammeln. Gegen 8 Uhr waren es dann 150 Fallschirmjäger, welche sich eingefunden hatten. Das heißt, mit nur ca. 12,5% der eigentlichen Truppenstärke ließ sich der Auftrag, die Kreuzung bei Belcran einzunehmen, nicht umsetzen. Die beiden Straßen, also die N68 und die N672, waren Hauptversorgungswege. Die N68 Eupen und die N672 Verviers bis Belcran führte entweder nach Malmedy oder Elsenborn. Sie sollten diese etwa 24 Stunden lang offen halten, bis die 12. SS Panzerdivision eintreffen würde. Weiter sollte Heite mit seiner Kampfgruppe dadurch den alliierten Nachschub in der Region behindern. Da seine Kampfgruppe zu klein war, plante Heite um und entschloss sich dazu, erst die Kreuzung zu besetzen, wenn die deutschen Panzer in Sichtweite waren. Weiter entsandte er Spähtrupps an die Straße Eupen-Malmedy sowie Eupen-Verviers, um die Feindlage aufzuklären. Er sollte Feindberührung vermieden, aber einzelne Melder gefangen genommen werden. Diese Aufklärungsergebnisse wären für die deutschen Bodentruppen nützlich gewesen, wenn es eine Möglichkeit der Kommunikation gegeben hätte. Jedoch waren die vorhandenen Funkgeräte defekt und die geforderten Brieftauben waren ja von Sepp Dietrich barsch abgelehnt worden. Eine Fallschirmjägergruppe, welche nördlich von Eupen abgesetzt worden ist, traf auf Heites Gruppe und so wuchs die Kampfgruppe auf ca. 300 Mann an.
Diese Kampfgruppe hatte sich im Wald bei Porfays östlich der N-68 eingeigelt und durch die Spättrupps schon über 30 amerikanische Gefangene eingebracht. Den Amerikanern blieb die Tätigkeit jedoch nicht verborgen und sie unternahmen auch Spättrupp-Tätigkeiten gegen die deutsche Kampfgruppe. Daher verlegte Heite seine Männer etwa 3 Kilometer nach Norden auf eine Höhe. Die Gefangenen ließ er laufen und gab ihnen noch einige sprungverletzte Fallschirmjäger mit. Dies tat er natürlich, bevor er seine Stellung wechselte. Am 19. Dezember, das heißt am dritten Tag des Einsatzes, kam es zu Gefechten mit amerikanischen Spättrupps, was Heite zum erneuten Verlegen der Stellung veranlasste. Außerdem kam jetzt eine weitere Herausforderung für Heites Männer dazu, denn alle waren nur mit einer 24-Stunden-Verpflegung der eisernen Ration ausgestattet, welche in der Regel schnell aufgebraucht war. Weiterhin wurde die Munition knapp. Zwar wurden noch am Abend des 19. Dezember Nachschubbehälter für die Truppe abgeworfen, wovon jedoch nur einer geborgen werden konnte, und dieser enthielt jedoch unwichtiges Zeug wie feucht gewordene Zigaretten und auch Trinkwasser. Aber es war genug Trinkwasser vorhanden. Die Lage war mehr als misslich für Heites Kampfgruppe, weder von Sepp Dietrich, welcher versprochen hatte, am ersten Tag um 17 Uhr persönlich da zu sein, noch von anderen deutschen Einheiten war etwas zu sehen. Die Fallschirmjäger waren bei dem kalten Wetter durchgefroren und hungrig. Die letzte verbliebene Munition wollte Heite nutzen, um sich wieder nach Osten zu den deutschen Linien durchzuschlagen. Hinzu kam, dass die Amerikaner davon ausgingen, dass eine ganze fallschirmjäger Division in ihrem Rücken gelandet ist, und daher wurde ein ganzes US-Infanterieregiment von ca. 3000 Mann, also die 18. US Infantry, zusammen mit einem gepanzerten Kampfkommando von 300 Panzern und weiteren 2000 Mann abgestellt, welche mehrere Tage nach den deutschen Fallschirmjägern suchten. Um Mitternacht vom 19. auf den 20. Dezember durchwateten die Fallschirmjäger auf ihrem Rückzug den eiskalten Bach Helle. Auf der Ostseite des Baches angekommen, wurden sie von amerikanischen Soldaten entdeckt und beschossen, sodass sie sich wieder an das Westufer zurückziehen mussten. Da scheinbar in der Gegend rege Spättrupptätigkeit der Amerikaner herrschte, entschied sich Heite, die Kampfgruppe am 20. Dezember gegen Mittag aufzulösen. In kleinen Gruppen, je 2 bis 3 Mann, schien die Erfolgswahrscheinlichkeit höher zu sein, unbemerkt nach Osten zu den deutschen Linien zu gelangen. Heite berichtete hierzu Folgendes. Unterwegs wollte sich wieder eine Gruppe junger Fallschirmjäger anschließen, die glaubten, mit mir am sichersten die deutsche Front zu erreichen. Sie verstanden nicht, dass ich sie hart und barsch zurückwies und ihnen verbot, mir zu folgen, und sie sahen nicht die Tränen, die mir gegen meinen Willen kamen, als ich sie nach diesem letzten Anschiss, den ich ihnen verpassen musste, im Wald verschwinden sah. Heite ging mit seinem Adjutanten und seinem Melder Richtung Osten, und nach einem anstrengenden Nachtmarsch trennten sich ca. 200 Kilometer vor Monschau. Heite war am Ende seiner Kräfte. Da er auch verletzt war, also zu dem Oberarmbruch, kam noch eine weitere Verwundung hinzu, und zwar eine Schussverletzung, die er am Absprungtag erhalten hatte. Weiterhin litt er unter Wundfieber. Somit ging er in eines der ersten Bauernhäuser vor Monschau, um sich auszuruhen. Folgenden Brief schrieb Heite dann an die amerikanische Militärregierung aus dem Bauernhaus in Monschau, um die Bewohner des Hauses vor möglichen Schwierigkeiten mit den Amerikanern zu bewahren. Der Sohn der Familie, Boucheri, überbrachte den Brief dann amerikanischen Offizieren, welche sich im Hotel Horchem aufhielten. Sehr geehrter Herr, ich versuchte, die deutschen Truppen in der Nähe von Monschau zu erreichen. Da ich hier keinen deutschen Soldaten finden konnte, ergebe ich mich, weil ich verwundet und am Ende meiner Körperkraft bin. Bitte seien Sie so freundlich und senden mir einen Arzt und Krankenwagen, weil ich nicht gehen kann. Ich liege bei Herrn Boucheri im Bett und warte auf die Hilfe und Ihre Befehle. Ihr Ergebener, Freiherr von der Heite. Oberst, Kommandant der deutschen Fallschirmtruppe im Raum Eupen-Malmedy. Ja, daraufhin umstellten die Amerikaner das Haus mit einer gesamten Kompanie und nahmen Heite gefangen. Hierzu gibt es Filmaufnahmen der Amerikaner, die zeigen, wie Heite auf einer Krankentrage aus dem Haus getragen wird. Nur leider fürchte ich, wir können diese auch nicht zeigen. Oberstleutnant Freier von der Heite beschrieb den Einsatz später wie folgt. Der letzte deutsche Fallschirmabsprung, so unbedeutend er an sich war, ist kriegsgeschichtlich doch in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Er zeigt zunächst die ungeheuren Schwierigkeiten und Reibungen, mit denen ein solches Unternehmen im Rahmen der deutschen Wehrmacht im Dezember 1944 zu rechnen hatte,
und den Dilettantismus und Leichtsinn einzelner Stellen der obersten Führung, die ein solches Unternehmen zu befehlen hatten. Ein Dilettantismus und Leichtsinn, der das Unternehmen wohl schon von vornherein zum Scheitern verurteilt hatte. Jetzt müssen wir uns nochmal überlegen, was ist aus den 1200 Fallschirmjägern geworden, die natürlich gestartet sind. Also fassen wir zusammen, 300 Fallschirmjäger konnten sich bei Heide sammeln und traten den Rückzug an. Hiervon haben wohl 200 die deutschen Linien erreicht. Circa 200 Fallschirmjäger sind zu früh im Raum Bonn, das heißt 80 Kilometer von der eigentlichen Landezone entfernt, abgesprungen. Einige Ju-52 haben die Fallschirmjäger nicht abgesetzt und sind wieder voll besetzt gelandet. Weitere Ju-52 wurden, bevor sie die Fallschirmjäger absetzen konnten, von der amerikanischen Flak abgeschossen. Fast 200 Fallschirmjäger starben in der Nacht beim Absprung aufgrund des starken Windes, welcher bis zu 60 km/h erreichte. Sprungverletzte, welche nicht gehfähig waren, verstarben tragisch an Ort und Stelle, wenn sie nicht rechtzeitig gefunden wurden. Einige hat man erst im Frühjahr 1945 nach der Schneeschmelze gefunden. Auch hier variieren die Zahlen abhängig von der Quelle, aber auch wenn wir die Zahlen addieren, kommen wir noch lange nicht auf die 1200 Fallschirmjäger. Etliche galten wohl als vermisst oder sind in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten. Natürlich am Schluss schauen wir nochmal drauf, was ist aus Oberstleutnant Freiherr von der Heide geworden. Also erst kam er in amerikanische Kriegsgefangenschaft, dann in ein Kriegsgefangenenlager in der Nähe von London und später in ein belgisches Gefängnis, da ihm Kriegsverbrechen unterstellt wurden, welche er jedoch widerlegen konnte. Somit wurde er am 12. Juli 1947 entlassen. Später widmete er sich wieder den Rechtswissenschaften und war Lehrstuhlinhaber an der Uni Würzburg und Mainz. Weiter war er Reserveoffizier der Bundeswehr und auch Landtagsabgeordneter der CSU. Er ist am 7. Juli 1994 in Landshut verstorben. So Leute, das soll es gewesen sein zur Operation Stösser und zu dem von der Heide. Ja, es war also nicht der letzte Absprung der Fallschirmjäger, sondern der letzte große Absprung deutscher Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg. Da sollte man nicht durcheinander bringen. Ich fand, das war mal wieder sehr interessant, dass die Fallschirmjäger als Elitetruppe auserkoren, dann tatsächlich nicht mehr das Zünglein an der Waage waren und viele Leben verloren gegangen sind, weil höhere Stellen einfach die falschen Entscheidungen getroffen haben. Ja, ein Riesendank nochmal an den Thorsten vom Kanal History und Hobby, der das vorbereitet hat. Er ist ja ein Spezialist für die Fallschirmjägerei und das war wieder ein großartiges Thema. Ich kannte die Operation Stösser nur, ich sag mal, in Teilen und für mich natürlich wieder super Informationen und ich sag mal, das rückt für mich auch die Ardennenoffensive wieder in ein anderes Licht. Ja, zum Schluss noch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr lasst einen Kommentar da. Einen Daumen hoch würde mich freuen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, werdet gerne Abonnent, denn hier auf diesem Kanal kriegt ihr historische Dinge, ich denke mal, gut aufbereitet, so wie der Thorsten das gemacht hat. Und ja, bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.